Meine lieben Geschwister im Islam, wir haben viele, viele Punkte geklärt, was die Beweisführung des Islam anbelangt und vor allen Dingen dann auch darauf folgend, dass der Mensch nicht dazu in der Lage ist, sein Leben zu gestalten. Und dahingehend werden wir als Muslime gerade hier in einer nicht-islamischen Gesellschaft und in einem nicht-islamischen Land oft mit beziehungsweise in einer Bevölkerung, wo die Mehrheit nicht Muslime sind, oft mit Fragen konfrontiert, um entweder manchmal Informationen über unseren Dien zu bekommen oder auch manchmal böswillige Fragen. Und die Muslime schaffen es oft nicht, auf diese Fragen eine richtige Antwort beziehungsweise eine nützliche Antwort zu geben. Das heißt, wir werden hier in dieser Gesellschaft oft mit Fragen konfrontiert wie: Warum essen Muslime kein Schwein? Oder warum beten Muslime fünfmal am Tag? Oder warum fasten Muslime? So, und es gibt Nicht-Muslime, die uns diese Fragen stellen. Aber es gibt auch ein bisschen heiklere Fragen, die dann lauten wie: Warum gibt es Handabhacken im Islam? Handabschneiden als Strafe? Warum hat euer Prophet, alaihissalatu wassalam, eine Sechsjährige geheiratet? Sayyidat Aisha radiallahu anha. Warum hat euer Prophet Kriege geführt? Warum darf ein Mann bei euch vier Frauen heiraten und eine Frau nur ein Mann? Das ist doch ungerecht. Und. Diese ganzen Fragen. Und diese heiklen Fragen verwirren sehr oft die Muslime. Sehr, sehr oft. Und fangen dann an, die Muslime fangen dann an, auf diese Frage in einer Art und Weise zu antworten, die logisch oder plausibel sind. Sie geben dann logische Argumentation. Das ist ein weit verbreitetes Phänomen. Sie gehen in Verteidigungsposition, weil sie ständig angegriffen werden, weil wir als Muslime ständig angegriffen werden. Warum macht ihr das? Warum macht ihr das? Warum macht ihr das? Und wir versuchen dann, die Gesetze des Islams und die Ideen des Islam durch unsere Logik zu verteidigen. Mit guter Absicht. So sagen wir dann beispielsweise: Ja, guck mal, wir essen kein Schwein, weil das ist ein dreckiges Tier. Ja, guck mal, wir fasten, weil das ist gesund für den Körper. Ja, guck mal, der Prophet hat Aisha radiallahu anha geheiratet, weil damals waren die Menschen größer. Die waren weiterentwickelt und körperlich weiterentwickelt. Oder wir sagen, im Islam darf der Mann vier Frauen heiraten, weil wenn Kriege sind, dann sterben alle Männer, und um die Population weiterhin aufrechtzuhalten. Also solche logischen Argumentationen werden oft herangeführt, um den Islam zu verteidigen oder Hand abschneiden und so weiter. Immer werden logische Argumentationen gebracht, um diese islamischen Gesetze zu begründen und um uns selber zu verteidigen. Aber der Punkt hierbei ist, dass diese ganzen Punkte, die erwähnt sind, Allah subhanahu wa ta'ala niemals gesagt hat in diesem Zusammenhang. Allah subhanahu wa ta'ala hat niemals gesagt, dass wir ein Schwein nicht essen, weil es dreckig ist. Oder dass wir fasten, weil es gesund für den Körper ist. Und wenn wir so argumentieren, dann ist unser Gegenüber auch sehr leicht in der Lage, das Ganze zu widerlegen. Wenn jemand beispielsweise sagen würde: Ja, wir essen kein Schwein, weil das ist ein dreckiges Tier. Dann könnte jemand auch sagen, auf diese logische Argumentation: Ja, guck mal, was ist denn, wenn wir ein Schwein nehmen, von klein auf, wir erziehen das, und zwar steril, das ist nicht sein Kot und so weiter, und es ist sauber, wir waschen es jeden Tag, dann ist es doch sauber. Dürfen wir es dann essen? Nein, dürfen wir nicht. Oder wenn wir kommen und sagen, wir fasten, weil das ist gesund für den Körper. Man könnte Dutzende Ärzte holen und sagen, die dann bestätigen würden, dass das nicht gesund für den Körper ist. In Hamburg im Hochsommer 16, 18 Stunden lang im Hochsommer, kein Wasser zu sich zu nehmen, das ist nicht gesund für den Körper. Das ist schädlich für den Körper. 18 Stunden lang nicht Wasser zu trinken und dann auf einmal so viel. Das heißt, nach menschlichen Maßstäben, logischen Maßstäben widerspricht das. Also man kann diese logischen Argumente sehr, sehr leicht widerlegen. Das ist der Punkt. Und die Gefahr bei dieser Sache ist,
Beziehungsweise der Punkt hierbei ist, dass man dadurch die Logik über die Gesetzgebung Allahs stellen kann. So wie Iblis das gemacht hat. Die Geschichte von Iblis wird sehr oft missverstanden. Aber hierin steckt eine große Lehre für uns als Muslime. So sagt, so berichtet Allah subhanahu wa ta'ala über diese Begebenheit. Und als wir zu den Engeln sprachen, werft euch vor Adam nieder. Da warfen sie sich nieder bis auf Iblis. Er weigerte sich und war hochmütig. Und damit wurde er einer der Ungläubigen. So, was ist hier der Punkt? In einem anderen Vers beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala, warum Iblis sich nicht wieder niedergeworfen hat. Iblis sagte, er sprach, also Allah subhanahu wa ta'ala, was hinderte sich daran, dich niederzuwerfen, nachdem ich es dir befohlen habe? Er sagte, ich bin besser als er, du hast mich aus Feuer erschaffen, ihn erschufst du aufs Leben. Das Problem von Iblis war hier, dass er nicht verstanden hat, dass seine Logik nicht begreifen konnte, warum er sich vor Adam niederwerfen soll. Genauso wie oft Nicht-Muslime nicht verstehen, warum wir bestimmte Gesetze im Islam haben. Und genauso wie so oft Muslime nicht verstehen, warum wir bestimmte Gesetze im Islam haben. Warum Hand abhacken und das Ganze? Iblis hat das nicht verstanden. Das hat Iblis Logik widersprochen. Iblis sagt, ich bin doch aus Feuer erschaffen. Ich verstehe, warum ich mich vor Allah niederwerfen soll. Allah ist doch ein erhabenes Wesen nach dem Motto. Aber er hat nicht verstanden und seine Logik hat es nicht begriffen, warum er sich vor Adam a.s. niederwerfen soll. Und deswegen hat er das negiert. Er war sich zu stolz, er war sich zu hochmütig und seine Logik hat das nicht begriffen und er hat den Befehl Allahs negiert durch seine Logik. Und das hat ihn zum Kafir werden lassen. Das heißt, wir sehen hier eigentlich, welche Gefahr hinter dieser Sache steckt. Und das ist auch eine Gefahr, die auf die Muslime zutrifft. Sowohl in ihren Überzeugungen, dass in den Muslimen Zweifel geweckt wird, wenn ihnen gesagt wird seitens den Nicht-Muslimen oder den Orientalisten, guck mal, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat eine 6-Jährige geheiratet, guck mal, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat 11 Frauen gehabt und so weiter und so weiter. Das weckt viel Zweifel bei vielen Muslimen und die sagen, hä, wieso und so. Und dahingehend ist es wichtig, auf diese Fragen die richtigen Antworten zu geben. Aber nicht nur in den Überzeugungen, dass der Iman des Muslims gestärkt ist und dass er Gewissheit in diesen Sachen hat, sondern dass die Muslime sich auch generell immer an Dingen, für die sie logische Argumentation haben, auch festhalten und dass sie sich danach orientieren. Ich möchte nur ein Beispiel geben, das kann jeder für sich selber mal nachvollziehen und diese Frage für sich mal stellen. Wie viele Muslime kennen wir, die Schweinefleisch essen? Wie viele? Ich persönlich kenne einen und bei dem habe ich Zweifel, ob er Muslim ist. Weiß ich nicht. Also man kennt sehr wenig Muslime, die Schweinefleisch essen. Aber wie viele Muslime kennt man? Wie viele Muslime kennt man, die bei McDonald's essen? Sehr, sehr viele. Wie viele Muslime kennt man, die in Penny ihr Hähnchenfleisch kaufen? Oder in irgendeinem Supermarkt? Sehr viele. Obwohl Allah subhanahu wa ta'ala das Schweinefleisch und das Rindfleisch, worüber nicht Allahs Name ausgesprochen wurde, in ein und demselben Vers verbietet. In ein und demselben Vers. Wir haben euch das Schwein verboten und das Fleisch, worüber nicht Allahs Name ausgesprochen wurde. In ein und demselben Vers wird es verboten. Aber wir sehen, dass die Muslime einen radikalen Unterschied darunter machen. Wenn ein Muslim Schwein ist, das ist so, als hätte er die heftigste, größte Kuffertat begangen überhaupt. Der ist Schwein, das ist kein Muslim und so weiter. Aber wenn jemand bei McDonald's ist, das wird so, ja, das ist doch Rindfleisch. Und der Grund, warum hier dieser Unterschied gemacht wird, ist, weil bei dem einen kann der Muslim logisch nachvollziehen, warum er kein Schwein ist. Er sagt, ja, das Schwein ist dreckig, also esse ich das nicht. Aber beim Rindfleisch sagt er, ja, okay, ob jetzt halal geschlachtet oder nicht, ist doch Rind. Das heißt, für das eine hat er einen logischen Grund, für das andere hat er keinen logischen Grund. Und deswegen festigt ihn das nicht in den Taten. Dabei hat Allah subhanahu wa ta'ala von Anfang an niemals einen Unterschied gemacht zwischen diesen Gesetzen. Er hat nicht gesagt, Schwein isst dir nicht des und deswegen und Haramfleisch isst dir nicht des und deswegen. Und das ist die Gefahr bei der Logik, liebe Geschwister. Der Grund auf all diese Fragen, es gibt auf all diese Fragen ein und dieselbe Antwort, auf jede einzelne. Der Grund dafür ist, weil Allah es so befohlen hat. Das ist der Grund. Das heißt, wenn jemand fragt, warum esst ihr kein Schwein? Weil Allah es befohlen hat. Warum gibt es im Islam Hand abschneiden? Weil Allah es so gesagt hat. Warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine 6-Jährige oder eine Frau jemanden geheiratet, die 6 Jahre alt war? Weil Allah es ihm befohlen hat.
Und warum hatte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam 11 Frauen? Weil Allah es ihm befohlen hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat niemals diese Dinge rechtgefertigt und hat niemals diese Dinge logisch erklärt. Das ist so, weil so und so. Sondern wir wissen, wir haben festgestellt, dass der Mensch nicht dazu in der Lage ist, zwischen richtig und falsch zu entscheiden. Dass der Mensch nicht dazu in der Lage ist, seine Gesetze zu begründen. Dass der Mensch diese Fähigkeit und Kapazität nicht besitzt. Aber auf der anderen Seite Allah subhanahu wa ta'ala ein allwissendes Wesen ist und alles weiß. Und er den Menschen am besten kennt und deswegen er den Menschen die beste Anleitung für sein Leben geben kann. Genauso wie wenn man einen IKEA-Schrank kauft. Das ist ganz einfache Mathematik. Genauso wie wenn man einen IKEA-Schrank kauft, man sich an der Anleitung orientiert, wie man diesen Schrank aufbaut, genauso muss man sich auch beim Schöpfer der Himmel und der Erde orientieren, wie der Mensch sein Leben zu führen hat. Das ist ganz einfach. Nur Allah kann einem sagen, warum, was richtig und was falsch ist. Und wenn Allah gesagt hat, was richtig und was falsch ist, dann obliegt es dem Menschen nicht, das in Frage zu stellen. Dann obliegt es dem Menschen nicht, hier noch zu fragen, hä, warum denn kein Schwein oder warum denn Hand abschneiden oder warum denn fünfmal am Tag beten? Oder warum hat der Prophet so viele Kriege geführt? Was auch immer. Weil Allah es so befohlen hat. Und wenn Allah etwas befiehlt, dann obliegt es dem Menschen hier nicht, den Befehl Allahs in Frage zu stellen. Und das sagt auch Allah im Koran. Er sagt, doch es kann sein, dass euch etwas zuwider ist. Es kann sein, dass ihr denkt, etwas ist schlecht für euch. Doch es ist gut für euch. Und es kann sein, dass euch etwas lieb ist. Dass ihr denkt, es ist gut für euch. Doch es ist schlecht für euch, sagt Allah. Und hier kommt der entscheidende Punkt. Dann sagt Allah, Allah weiß, ihr aber wisst nicht. Das ist der Punkt. Das heißt, die Gesetze im Islam, meine lieben Geschwister,